Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed, eine Serie, die mir sehr am Herzen liegt und ich habe mich sehr auf diesen Titel gefreut, kam aber noch nicht dazu, ihn zu spielen. Habe euch gefragt, was ihr denn lieber sehen möchtet in Zukunft, noch ein bisschen PGA, Golf oder eben Assassin's Creed, und ich freue mich, dass ihr euch für Assassin's Creed entschieden habt. Ja, eine Serie, die ich von Anfang an schon gespielt habe, auch alle Teile, bis eben auf eine nur. Origin schlummert immer noch hier auf meiner Festplatte, auf meiner PlayStation, und habe ich bis heute noch nicht angezockt. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen. Vielleicht, weil dann doch Odyssey und Valhalla für mich zu schnell kamen. Ich weiß es nicht. Aber wir wollen jetzt Assassin's Creed spielen, und zwar den Teil Mirage. Und das Ganze ist ja so ein bisschen Back to the Roots, und das Ganze ist jetzt auch nicht ganz so aufwendig, hoffe ich jedenfalls. Es heißt so circa 25 bis 30 Spielstunden. Die werden wir uns gerne antun. Ich möchte nur kurz vorwegnehmen, ganz so viel werde ich jetzt auch gar nicht erzählen hier während dem Spiel, sondern natürlich am Anfang sehr viel Video, Vorstellung, und das werden wir genießen. Wir starten ein neues Spiel in Assassin's Creed Mirage, und ich bin mir sicher, dass ich den gespeicherten Spielstand überschreiben möchte. Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log. Sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleitet zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats. Doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum, Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo, er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Ruhig, Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen.
Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. So, da sind wir jetzt also mit Basim im ursprünglichen Startpunkt. Und ich sehe gerade, dass ich hier jede Menge Informationen eingeblendet habe. Ja, ich weiß, ich soll gleich kommen. Wir haben es eilig, aber lass mich doch erstmal hier ein bisschen mal durchsuchen und schauen, was es gibt. Billiger Schmuck und angelaufene Münzen. Denn es gibt immer viel einzusammeln. So, auch hier. Gibt es etwas zu untersuchen? Wir hätten einen Auftrag. Erledigen wir ihn. Ja, ich komme ja schon. So, wir werden uns am Anfang erstmal mit der... Wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese Aufträge. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Setz dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. So, ich merke schon, ich werde höchstwahrscheinlich noch ein bisschen durch die Optionen müssen, noch ein paar Einstellungen, weil doch hier sehr, sehr viel eingeblendet wird. Aber wir müssen uns am Anfang auch auf jeden Fall erstmal wieder mit der Steuerung vertraut machen. Und ein wesentlicher Bestandteil ist natürlich der Parcours in Assassin's Creed. Und das werden wir jetzt hier erstmal am Anfang wieder ein bisschen lernen. Wie wir hier uns von Haus zu Haus, von Balkon zu Balkon, von Planke zu Planke schwingen. So, da bin ich jetzt mal ein bisschen schneller als sie. Dachte ich zumindest. So, hier durchs Fenster, dann rüber und die Leiter hoch. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein, ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Okay, das heißt, wir lernen jetzt das Adlerauge kennen, ein wichtiges Hilfsmittel, natürlich in Assassin's Creed. Und wir sollen uns wohl ein bisschen bereichern. Huch, da müssen wir wohl dranbleiben. Ehe jemand was bemerkt. Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar.
Ja, Taschendiebstahl ein wichtiges Element in diesem Spiel, um an Geld zu kommen. Dieser eitle Gockel da, er muss etwas von Wert dabei haben. So, wir sollen also in der Nähe eines, Opfers, sagen wir es mal so, das Dreieck drücken und dann im richtigen Moment gleich nochmal. Okay, wir setzen fort. So können wir unbemerkt an Geld kommen. So, hier gibt es ein bisschen was aufzusammeln. Da drüben an dem Stand. Sie hat auch Geld. So, wo am Stand? Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Aha. Ah ja. Das hat funktioniert. Gut gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sicher schon. Ja, kommt sie? Kommt sie oder kommt sie nicht? Ja. Wo ist sie denn? Hallo? Fräulein? Naja, dann gehen wir erstmal alleine los. So, hier natürlich das Seil runter. Dann hier ein besonderer Effekt mit diesen Stangen. Ich glaube, wir müssen eher hier lang. Und ab ins Heu. Da ist Bassem. Hallo. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Mit Sicherheit großspurige. Hast du was Gutes gestohlen? Hallo, komm her, na komm. Amin, wie geht es deinem Knie? Viel besser, hab's eingewickelt und ein paar Tage geschont, wie du sagtest. Gut, solange es dir jeden Tag ein bisschen besser geht und du dich nicht überanstrengst, wird es gut verheilen. Ist dir das auch schon mal passiert? Weißt du deshalb, wie man es behandelt? Ich kenne Kratzer und Beulen nur zu gut, habe aber gelernt, sie zu vermeiden. Das solltest du auch. Wenn ich darf, deine Sandalen sind abgewetzt und geben dir keinen Halt. Deine Knie müssen jede Bewegung stützen. Wir müssen etwas Besseres für dich finden. Etwas, das passt. Aber das ist gar nicht so leicht. Bei Moscheen gibt es Schuhwerk. Da finde ich sicher ein besseres Paar, wenn du mich dafür nicht verurteilst. Ha, mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah, Sadiki. Ja, sehr schön. Also, dann besorgt ihr mal neue Schuhe. Und wir besorgen uns hoffentlich jetzt einen Auftrag. Sieh an, da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment. Für Brot. Geb damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geh zur Seide. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad.
Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Aha. Gut. Oh, da gibt's was zu lesen. Dann schauen wir mal. Gut. Also ich werde das so handhaben, dass ich zwar diese Lesegeschichten gerne für euch öffne, aber jetzt nicht vorlese, weil wir wollen ja ein bisschen in der Handlung vorwärts kommen. Auch hier könnten wir uns mit jedem unterhalten, aber ob das jetzt für diese Aufgabe, die wir jetzt erfüllen müssen, wichtig ist, werden wir, glaube ich, nicht brauchen. So, hier müssen wir hin. Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte, und entsorgt den Rest. Warte hier. So, wir werden natürlich viel, viel in diesem Spiel schleichen und uns eher versucht, unentdeckt durch das Spiel zu bewegen. Und dazu müssen wir natürlich auch manchmal uns verstecken. Okay, wir werden uns ducken. Und den Kollegen jetzt bewusstlos schlagen mit R1. Niederschlagen. Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. So, also. Er wird uns jetzt jedenfalls nicht im Wege stehen. Dann schauen wir uns mal um, ob irgendwo was ist. Okay, da oben ist eine Truhe, da drüben, ach, da drüben ist jemand, der wohl den Schlüssel zu haben scheint. Also hier können wir nochmal unsere Fertigkeiten testen. Okay. Ja, da werden wir wohl nicht reinkommen, die Tür ist verschlossen. Nicht mehr lang. So, wo ist denn jetzt der Kollege mit dem Schlüssel? Ach, da hinten. Okay. Alles klar. So, am sichersten ist es immer über die Dächer. Auch wenn da unten jemand ist. Aber wir werden nicht erwartet über den Dächern. Wir schauen nochmal. Okay. Okay, er läuft da unten im Gebäude. Aha. So, da können wir uns verstecken. Aber da kommen wir nicht rein. Wie kommen wir jetzt am geschicktesten hier an den Kollegen vorbei? Hey, was ist da los? Augenblick! So.
So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, da gibt es wieder was zum Einsammeln. Die Dirhams sind ganz, ganz wichtig, meines Wissens, in dem Spiel. So. Er schaut her, ne? Wir werden es aber trotzdem mal versuchen. Und rufen den Wächter mal hierher. Merkwürdig. So, mal ein bisschen hier ums Eck und durchsuchen, denn ich denke, hier wird es ein bisschen was zum Einsammeln geben. Jep, das hat sich gelohnt. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir müssen hier hoch, die Leiter hier hoch. Er ist hier, okay. Dann schleichen wir uns mal von hinten an. Ups. Ja, das hat ja funktioniert. Und auch eine weitere Besonderheit, glaube ich, hier in dem Spiel ist es ja, wir müssen immer essen, um unsere Gesundheit wieder aufzufüllen. Okay. Einsammeln. Jo. Das heißt, wir gehen jetzt rüber zur Truhe. Den Schlüssel haben wir. Dann werden wir hier die Tür öffnen. Da. Ist es das, wonach ich suche? Ah, okay. Ich frage mich, welche Geheimnisse das Verzeichnis birgt. Vielleicht bekomme ich den alten Griesgram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken. So, ich denke, hier haben wir alles. Jupp. Dann werden wir uns jetzt ein bisschen hier aus dem Staube machen. Vorsichtig aus dem Staube machen. Und kehren zu Darwish zurück mit unserer Beute. So, sehr schön. Du bist noch heil, wie ich sehe. Das war viel zu einfach. Wie der Gestank des Hochmuts aus deinen Poren trieft. Danke für das Lob. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Sollte es einen besseren Lohn aushandeln. Shh. Ah, Basim, gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Für diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Warum musst du dich lächerlich machen wie ein... Ein was? Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt?
Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Jassy. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Hände abwehren, wenn sie mich beim, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ah, wir haben von früh an im Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Jassib. Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Die werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Also, wenn du es aushältst, zur Abwechslung einmal mir zu folgen. Tja, das können wir mit Sicherheit. Sollen wir dann den Winterpalast auskundschaften? Du musst nicht mitkommen, Nihal. Ich weiß, wie du zu der Sache stehst. Es ist himmelschreiend dumm. Aber ich kann dich wohl nicht davon abhalten. Also werde ich dich begleiten und so lange nörgeln, bis du beschließt, keine Truhe zu stehlen. Aus dem Winterpalast. Des Kalifen. Wenn du es so sagst, klingt es nur umso verlockender. Gehen wir nun oder nicht? Tja, ich würde doch sagen, wir gehen zum Winterpalast. Das ist ein irrwitziger Plan. Selbst wenn du Erfolg hättest und sie dich bei sich aufnehmen, was dann? Wirst du uns vergessen? Natürlich nicht. Ihre Ziele sind unsere Ziele. Deine, meine und die jedes anderen Menschen auf der Straße, der vergessen wurde und von Brotkrumen und schmutzigem Wasser lebt. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Dass es Jassib ermöglicht, seine Talente als echter Handwerker einzusetzen. Das sicherstellt, dass gute Leute wie mein Vater nicht entsorgt werden. Dass Kinder sich nicht fragen müssen, was der Morgen bringt. Ich verstehe, was du sagen willst, Basim. Aber du malst das Bild einer Welt, die es nicht geben kann. Da bin ich anderer Meinung. So, wir sind im Winterpalast angekommen. Da ist er, der Winterpalast. Komm, hier lang. Ich folge dir. Und wir folgen Nihal. Und dann dürfen wir gespannt sein, was sie für eine Idee oder für einen Plan hat, um die schwarze Truhe, die schwarze Kiste aus dem Winterpalast zu stehlen. Wobei sie ja gar keine Lust hat darauf. Gut. Warten wir auf den Einbruch der Nacht. Und? Weckt dieser Ort nicht schöne Erinnerungen? Vor nicht allzu langer Zeit zählten wir hier im Schutz einer Nacht wie dieser unsere Beute. Damals stand weniger auf dem Spiel. Und es gab weniger zu gewinnen. Nun, bevor du heute irgendwas gewinnst, musst du es erst einmal erreichen. Und so wie ich das sehe, erfordert das ein wenig Kreativität. Wir könnten auch durchs Haupttor gehen. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie es lief. Wo gehst du hin? Ich hatte einen klugen Einfall. Sollte dir ein solcher fehlen, wäre es gut, mir zu folgen. Warte! Ah.
So, stiehl dich also in den Winterpalast und wir sollen hier Nihal letztendlich folgen und eben versuchen, ja, die Truhe zu stehlen. Und so wie es aussieht, gibt es wohl mehrere Möglichkeiten, denn wir sollen nach einer Möglichkeit suchen, uns in den Palast zu schleichen. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen, denn so im Prinzip 30 Minuten sollen so die Folgen immer bei mir hier lang sein und das soll es auch schon wieder mal für die erste gewesen sein, denn wir haben so ziemlich eine Punktlandung, 30 Minuten und 20 Sekunden. Hier Assassin's Creed Mirage, wir spielen Bassin und wollen als nächstes diese Truhe aus dem Winterpalast stehlen. Wie das gelingt, werdet ihr dann in der nächsten Folge hier bei mir sehen. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid bei mir. Und ich sage tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.